Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hier ist wieder euer Thomas mit dem 14. aktuellen Baustellenreport vom Bahnhof Köthen. Eigentlich sollte der Bahnverkehr Halle-Magdeburg und Aschersleben-Dessau am heutigen 15. Dezember zum Fahrplanwechsel wieder zum Rollen kommen. Nach einer ersten Terminverschiebung wegen Bauuntergrundproblemen auf Mai 2020 soll es jetzt im März 2020 eine verspätete Eröffnung des Zugverkehrs geben. Die Gleisanlagen und Oberleitungen der Strecke Halle-Magdeburg sind fertiggestellt. Die Einfahrtsignale aus Richtung Magdeburg zeigen aber noch Einfahrt halt an. Die Verbindungsweiche vom Aachener Gleis zum Streckengleis Dessau-Aschersleben war vor 14 Tagen noch ausgebaut. Da das Gleis nach Aachen am Bahnsteig 1 des Personenbahnhofes stillgelegt wurde, hat man auf eine neue Weiche verzichtet und ein gerades Gleisstück eingesetzt. So hat man wieder auf ein Umfahrungsgleis der Güterzüge von Aachen verzichtet. Auch im Streckengleis Bernburg-Dessau war am 1. Dezember die einfache Kreuzungsweiche verschwunden. Auch hier wurde ein gerades Gleisstück eingebaut, um die Lücke zu schließen. So müssen die Loks von der Abstellung erst zum Stellwerk W1 am Personenbahnhof fahren, um in den Güterbahnhof oder zum Umspanngleis zu kommen. Das Ausziehgleis für den Anschluss im Kranbau Köthen sieht auch sehr kurz aus. Hier passen nur ein paar Wagen drauf. Am ehemaligen Ablaufberg des Güterbahnhofes sind die Gleis- und Fahrleitungsarbeiten ebenfalls abgeschlossen.
In der Verbindungskurve Halle-Bernburg ist erst vor ein paar Jahren das zweite Gleis wieder in Betrieb genommen worden. Plötzlich wird es nicht mehr gebraucht und fast neue Gleise werden wieder geschreddert. Hier in der Ausfahrt Bernburg sind die Gleis- und Fahrleitungsarbeiten ebenfalls abgeschlossen. Warum die Verbindungskurve nach Halle nicht mit Fahrleitung versehen wurde, ist mir immer noch ein Rätsel. Das Streckengleis von Aachen ist von der Weichenverbindung zur Strecke Dessau-Aschersleben hinter dem Einfahrtsignal bis zum Lidl stillgelegt. Hier werden nie wieder Züge am Bahnsteig 1 halten. Das war der letzte Baustellenreport vom Bahnhofsumbau Köthen. Ich werde erst wieder im März zur Streckeneröffnung nach Köthen kommen. Vielen Dank fürs Anschauen und Grüße von Thomas aus Bernburg.